Hallo, schönen guten Abend an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Montag, den 28. Januar, 18 Uhr und ich habe Schnupfen. Das hört man bestimmt. Aber das soll nicht weiter stören. Hat es mich halt auch endlich mal erwischt. Vor euch liegt der Wert von Thyssen. Thyssen muss man küssen. Das ist ein uralter Spruch. Ich glaube, das war einer der ersten, den ich gehört habe, 1987. Aber manchmal ist es der Fall, aber manchmal auch nicht. Zum Beispiel war es seit Ende September nicht der Fall. In den 4 Monaten hat der Wert, seht ihr hier, mal locker 39% verloren. Jetzt kamen in den letzten Tagen ein paar Nachrichten zu Thyssen raus. Also zum einen, es gibt ja da, wie heißt es so schön, aktivistische Investoren, die wollen eine Zerschlagung des Konzerns. Und jetzt streiten die sich ein bisschen mit dem Vorstandschef. Aber eine interessante Nachricht war auch die hier: starker Abbau des Short-Engagements von AQR Capital Management. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was das für Zahlen waren. Das kam heute hier am 28. kam das raus, um 12:05 Uhr. Es gibt mehrere Hedgefonds, die Shorts in Thyssen. Es mag damit zusammenhängen, dass das abgebaut wird, weil am Freitag hat die ihre Hauptversammlung und zahlt 15 Cent. Der, der die Aktien hat, bekommt die Dividende und der, der sie shortet, muss sie liefern. Also das kann der Grund sein. Würde mich nicht wundern, wenn da morgen oder in den nächsten Tagen noch mehr solche Nachrichten kommen. Abbau des Short-Engagements. Sehr gut möglich. Das ist das eine. Also Freitag, HV, bitte mal im Auge behalten. 15 Cent ist das, was ich erfahren habe. Dieser Trend hier, ich lasse jetzt mal das Fadenkreuz drinne. Dieser Trend hier von Ende September ist jetzt mehrmals bestätigt worden. Hier ein, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und heute haben sie es schon wieder versucht. Die waren kurzfristig auf 15,77, ich glaube sogar 78 auf Xetra. Und sind, oder gelten daran, dass sie gescheitert sind heute und sind auch nochmal unter 10 und 20 Tage Linie. Aber was mir hier besonders gut gefällt, ist hier unten der Dreh über den Oszillator. Auf sehr tiefem Niveau dreht er hier hoch. Das finde ich gut. Das MACD flacht sich komplett ab. Das gefällt mir auch gut. Die Bänder sind sehr eng. Das heißt, es reicht ein Kurs von einem Schlusskurs über dem heutigen Höchstkurs, also 15,78, würde also heißen ein Schlusskurs von 15,80, 15,88, 15,85, irgendwo da, um diesen Trend zu brechen. Und wenn Sie das tun, haben Sie relativ schnell das Bedürfnis steigen zu müssen. Wenigstens bis zum oberen Band, das wären 16,55, wahrscheinlicher aber sogar hier in diesem Bereich 18. Das kann relativ schnell passieren. Sie waren heute einer der besten Werte im Eurostoxx und haben sich voll dem insgesamt schwachen Index entzogen. Index ist bei minus 0,85% und die Thyssen bei fast 1% plus. Das gefällt mir gut. Also, Sie haben heute mal eine relative Stärke bewiesen. Für den Fall, dass Sie diesen Trend brechen, können die ganz Mutigen, aber da werde ich keinen für nennen, hier so einen Schein nehmen, der hier knapp drunter liegt. Unter der 14,97, so im Bereich 14,70, 60, 14,60, 70. Das wäre aber selbst mir auch eine Nummer zu heiß, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Dividendenabschlags. Ich finde eher sowas hier, das ist das letzte Verlaufstief, das war bei 14,44, da drunter. Dafür habe ich also folgenden Schein gefunden. Und zwar ist das dieser hier, der geht jetzt erstmal nur bis zum 13.03., aber ich muss da keinen Unlimitierten nehmen. Das ist eine 14er Basis von der UniCredit und er hat einen 10er Hebel, das ist die HX5AA0. HX5AA0, Basis 14, Laufzeit 13.03. mit einem 10er Hebel. Der liegt also hier. Das wäre eine Möglichkeit, aber erst wenn dieser Trend hier gebrochen ist. Vorher ein bisschen warten. Jetzt gucken wir mal nach Puts. Einen Put, wenngleich ich nicht dazu stehe, muss ich legen über das letzte Verlaufshoch. Und da sind wir hier bei 16,60. Da kann ich also hier ein bisschen den Hebel rausnehmen. Ich muss den hier nehmen. Der hat eine 17er Basis. Das ist auch ein 10er Hebel, 10,5. Das ist die HX66QM. Auch bis zum 13.03. relativ kurze Laufzeit. Ich sehe keinen Grund, jetzt da irgendwelche Unlimitierten zu nehmen, denn wenn die Geschichte anläuft, dann geht es auch relativ schnell. Der ist eigentlich dafür gedacht, wenn wir hier drunter gehen und schließen. Ja, es gibt immer die Chance, auch bei Thyssen, wie gesagt, Thyssen muss man küssen, eines Doppelbodens. Die gibt es. Ich glaube allerdings nicht, dass sie so weit runtergehen. Die Möglichkeit, diesen Trend zu brechen, die ist jetzt vorhanden. Ja, die hat sie jetzt vor allen Dingen vor dem Hintergrund vor diesem Oszillator her. Packt es euch auf die Watchlist. Ich wünsche euch was. Happy Trading und fette Beute. Bye bye.